Liebe Leserinnen und Leser der Staplerwelt, liebe Verfolgerinnen, Verfolger und Liker auf Facebook unseres Objektes, Sie wissen, dass wir zu besonders wichtigen Ereignissen der Branche auch gerne mal von der Redaktion mit einem Videokommentar zu Ihnen sprechen. Der Verkauf des Unternehmens Unicarriers, rund 3,5 Jahre alt, an das Konglomerat Mitsubishi Heavy Industries, ich muss das hier ein bisschen ablesen, und an Mitsubishi Nishio Forklift für ungefähr 803 Millionen Dollar, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig, spielt aber auch keine große Rolle, ist ein bedeutendes Ereignis, weil dadurch nämlich der vermutlich drittgrößte Gabelstaplerhersteller der Welt entstehen wird hinter Toyota und Kion. Haken wir hier kurz ein. Kion war ebenfalls massiv an der Übernahme interessiert, aber es gibt Vermutungen, dass der japanische Staat einfach einem japanischen Bieter, wie in dem Fall Mitsubishi, den Vorzug gegeben hat. Was wird passieren? Es wird ein weltweites Unternehmen entstehen mit Produktionen in Amerika. Die haben sowohl Mitsubishi wie auch TCM und Nissan. Es gibt 3 Produktionsstätten in Europa, in Pamplona in Spanien, das ehemalige Nissan Frontstaplerwerk. Es gibt 2 Lagertechnikwerke, eines in Järvenpää, Rockla Mitsubishi, das ist nördlich von Helsinki, und es gibt Mölnlycke, das ehemalige Athletwerk. Es gibt Produktionen in Fernost, so dass man sagen kann, der Konzern, und das ist die einzig richtige Bezeichnung, ist auf einem guten Wege. Das macht Sinn. Das Unternehmen ist vom fahrerlosen Transportsystem, ich erinnere hier mal an Rockla in Järvenpää, ein FTS-Hersteller, der seinen Schwerpunkt in der Papierindustrie hat, gut aufgestellt. Es gibt eine hervorragende Lagertechnik, sowohl von Athlet wie auch von dem Hause Rockla, meistens unter Mitsubishi vertrieben. Es gibt Frontstapler bis hin zu Schwergeräten aus der TCM-Range, die bis, soweit ich weiß, 32 Tonnen und noch darüber hinaus ragen. Es gibt auch Reachstacker für den fernöstlichen Markt und Rubber-Tired Gantries, also gummibereifte Containerkrane. Auch das macht eigentlich alles Sinn. Das Unternehmen vertraut weltweit nach unseren Informationen auf Händler. Inwieweit das für bestimmte Geschäftsbereiche wie die System- und die FTS-Technik Sinn macht, wird sich zeigen müssen. Es wird auch zu überlegen sein, wie die Namensfindung sein wird. Nach meiner ganz persönlichen Meinung wird sicherlich der Name Unicarriers, weil er noch nicht so stark eingeführt ist, vermutlich ersetzt werden durch Mitsubishi. Aus meiner persönlichen Sicht macht das Sinn, denn Mitsubishi ist mit seinen grünen, charakteristisch ja sehr gut wiederzuerkennenden Fahrzeugen eigentlich auf dem Weltmarkt gut positioniert. Ich kann mir vorstellen, dass Mitsubishi der alleinige Namensgeber werden wird. Aufräumen wird Unicarriers in Europa müssen, ein Frontstaplerwerk in Pamplona, das man mit Sicherheit nicht möchte. Wir erinnern uns, dass Mitsubishi das Werk in Almere geschlossen und die Produktion der Frontstapler nach China verlagert hat. Hier wird etwas geschehen und 2 Lagertechnikwerke in unmittelbarer Nähe in Skandinavien sind sicherlich auch nicht so ganz das, was man auf der Menüliste haben möchte. Hier werden sich vermutlich Änderungen ergeben. Das ist aber jetzt zu früh, darüber zu philosophieren. Fest steht, ein großes Unternehmen, ein weltweit organisiertes Unternehmen und ein Unternehmen, das mit seinem Produktportfolio jetzt unter der von mir angenommenen Ägide Mitsubishi sicherlich im Markt dauerhaft wird Fuß fassen können und das sicherlich eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreifen wird, um den beiden Platzhirschen auf 1 und 2 speziell im Systembereich Konkurrenz zu machen. Wir wissen ja zum Beispiel, wir haben es geschrieben, Kion hat sich durch die Übernahme von Egemin massiv in der FTS-Technik verstärkt. Das hat Mitsubishi schon, da lässt sich noch mehr mitmachen. Und ich denke, dass dieser Zusammenschluss zur Nummer 3 in der Welt, dahinter werden sich dann Jungheinrich Kraun und Heister
Yale vermutlich einreihen, durchaus Sinn macht. Und wir werden diese Entwicklung weiterhin verfolgen, werden sie auf dem Laufenden halten und werden auch sehen, das bleibt noch abzuwarten, ob das europäische Headquarter in Mölnlycke unter der Leitung von Herrn Wicklund bleibt oder ob es auch hier Änderungen geben wird. An dieser Stelle erstmal die eher persönlichen Eindrücke aus der Redaktion. We keep you posted.